Dieser Welt. Warst du ein Märtyrer? Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. So, und dann mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinity mit eurem kleinen Kumpel. Also wir sind jetzt hier in dieser Welt der Held. Wie wir das letzten Part mitgekriegt haben. Ich und Held. Kleiner Witz. Jo, lang lebe Daisy. Und wie auch immer. Oink, oink. Ein Glück bin ich kein Schwein. So, was haben wir denn hier? F gedrückt halt, um Schrotflinte zu nehmen. Nö, aber wir nehmen. Was haben wir denn hier? Und was zum Schlucken. Okay. Das sieht komisch aus an den Pfoten, muss ich sagen. Aber naja. Hulk. Press to lunge at enemies, delivering a tornado blow. Hold and release to build up a more devastating tornado blow. Naja. Okay, aber will ich jetzt nicht nehmen. Bleib natürlich bei meinem Blitz und meinem Moment, oder? Ich entschuldige mich mal meinen kleinen Aussterbensmäßig. Aber ich habe in letzter Zeit sehr trockenen Hals und keine Waffe. Sollte ich eigentlich jetzt gerade keine Waffe? Das ist jetzt komisch. Ich wurde angegriffen, hatte aber keine Waffe. Jetzt habe ich Waffe. Okay. Grafikfehler. Ich weiß es nicht. Wir werden es wohl auch nie herausfinden, was da das Problem war. Hier unten. Aber egal. So, hier haben wir einen Revolver. Ja, ne, gib mir die Mütze. Oh, die guckt immer so krümmig, die kleine Hübsche. Ne, brauchen wir nicht. Munition brauchen wir auch nicht. Gut. Dann wollen wir mal schauen, was hier los ist. Warum die mich angegriffen haben. Ich habe doch gar nichts getan. Ich war ein ganz lieber Mensch. Oh, hier haben wir noch einen Schrank zum Aussuchen. Noch einen Schrank zum Aussuchen. Oh, Gesundheit. Gesundheit ist wichtig. Ja, die bräuchte ich jetzt auch mal hier im Realen. So, mal den kleinen Kondomautomaten anschalten. Der macht dann für uns die ganze Arbeit. Und dann hat sich das auch gegessen. So. Ich werde von irgendwo angegriffen. Ach ja. Da ist das Problem. Das muss ja schon mal auch einer sehen, dass da was ist. So. Oh, da ist wieder eine Deckung. Und ein toter Mensch. Na, ach da. Ah. Ich habe die Waffe wieder ausgegeben. Hä? Komisches Spiel heute wieder. Magazinvergrößerung. Haben wir was Neues dabei? Natürlich nicht. Gut. Also wie ihr seht, sehen wir nichts und davon sehr viel. So. Aber ein Vorderherz. Hier ist eine Bombenstimmung. So, und die Salze auf. Nö, will ich nicht. Noch mehr Salz. Oh yeah. So. Brennen kann es auch nicht. Feuer haben wir genug hier. Profil wird gespeichert. So, nochmal die zwei Automaten durchgucken. Ein Pferd, ein Teufel, ein Teufel. Nein, interessiert mich nicht. Diese Fähigkeiten interessieren mich einfach nur nicht. Achso, das ist der Rummel. Hier ist etwas Geld. Oh, danke. Perfekt getimt. Leicht aussterben, das macht mich schon ein bisschen krank heute. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Tja, das ist die Frage. Das weiß ich nicht. Okay, du,
Aber wir werden das bestimmt noch rausfinden, meine kleine Süße. Boing! Bam, Headshot und weg sind die Guten. Ja, ein Treffer ging für mich. Ah, keine Ahnung, was das frisch, aber Asch mal drauf halten. Der Rest zeigt sich später. Boing! Ey! Ah, wir sind immer wieder noch die guten Menschen. Oh, jetzt sieht diesmal Holz hier. Der hat ja mal richtig Holz vor der Hütten. Hahaha, so. Da ist nichts. Da ist eine verlassene Säge. Oh. Die Statue ist mir jetzt aber auch mal neu. Ja. Okay. Oh, das Ding ist komplett zu. Okay, da kommen wir also nicht rein. Tja, geschlossene Gesellschaft, würde ich mal meinen. Oh ja. Und da, boing. So, zwei Headshots an dem Roboter und Ende im Thema. So einfach geht das, Jungs. So, schauen wir mal, ob wir auch irgendwas Interessantes finden. Zum Beispiel Geld. Eine kleine Flohmatratze. Oder diesen Gentleman. Oh ja, haltet sie auf. Wer eigentlich? Ihr mich? Ich euch? Oh. Das sieht nicht viel besser ist, aber bevor ich hier getötet werde, dann wissen du. Ach da. Platsch, Kopf ab. Da oben war der nächste, komm. Boing. So. Asch mal uns von dem einen Dreck befreit. Und dann gehen wir mal zu den zwei Leichen. Was uns natürlich im Gesamten nicht weiterhilft, aber naja. Ich sehe eine Waffe. Da sind zwei schöne Kisten. Da ist noch eine Waffe. So, und dann wollen wir mal zu diesen zwei Hübschen gehen. Die jetzt nicht so das Optimale hatten. Ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Tja. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Und der ist mittlerweile zweimal gestorben. Das ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte. Ja. Ja. Ist ja wurscht, ob du sie erschaffen hast oder nicht. Erfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Na. Gut. Danke für das Gespräch. Den ihre Gesichter haben wir auch etwas verschönert. Und dann wollen wir mal. Sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slate. Ah, ja. Mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Ah, okay. Das Problem ist, ich muss denen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Okay. Und wenn er euch auf Stroh wenden könnte, dann würde er euch auf Stroh wenden. Und jetzt? Ah ja. Ah, es wird die Tür für uns aufgemacht. Schön, schön. Oh, guckt euch an, die süße Maus. Los, auf sie mit Gebrüll. Oh, schön durch. Von mir aus. Aber wenn ihr Menschen sein wollt, ich hätte auch etwas schlechten Tag erwischt. Aber ja, mal wieder. Ja, tot den Unterdrückern. So muss es sein. Und was haben wir hier? Eine Tür. Oh mein Gott, ich brenne in dieser Tür. Und die sitzt im Feuer. Ist das eine heiße Braut? Yeah. So, hier ist nichts. Dann wollen wir mal. Tut den Unterdrückern. Und. Bam, Headshot.
So. Den Computer können wir auch noch mit dem Headshot wegnieten. Haben wir noch einen Computer? Ja. Oh, gut. Ja, dann tun wir schnell weiter hier. Wie sehen die eigentlich aus? Die sehen ja eigentlich auch nur scheiße aus, muss ich sagen mal. Also der ist mit der... Achso, moin, die Zone. Danke. Ja. Und schöner Headshot. So. Da ist unser Freund, der Hupu-Tupu. Na komm, lass mal das Ding wegnieten hier. Haha, schöner, wir stehen doch nicht, scheiße. Oh. Ich hab da gerade was gesehen. Oh yeah. Erwischt. So, haben wir dann noch irgendwo was? Ich stelle fest, keine Überlebende. Wunderschön. Wir hatten auch keine Probleme, da durchzukämpfen. Aber weißt du, was ihr lange nicht mehr gesehen habt? Einen, der sich dann selber mit der Keule zerhaut. Boing. Schön aus die Hosen geschossen. Und los. Boah. Suizidgefährdeter Typ, du. So. Na, musst du aufhören, ja? Oh yeah. So, ich könnte eigentlich auch mal diesen Automaten fertig machen. Ah. Schön. Komm mal. Er ist tot. Okay. Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Ja, schalte den Zeppelin aus. Okay. Und wie schalte ich den Zeppelin aus? Jetzt haben wir das nicht gedacht. Kann ich überhaupt da drauf schießen? Ich weiß es nicht. Nicht. Also, dann hüpfen wir mal hier drauf und schauen, was passiert. Einmal eine Lokalrunde fliegen und keine Ahnung haben, wohin. Da ist nichts, dann geht's weiter. Oh ja. Unsere Freunde werden beschossen und wir machen hier eine schöne Sightseeing-Tour. Aha. Oh ja. Na, und weg war er. Weg mit dir. So, kann ich jetzt hier drauf springen? Oh ja, ich kann. Wunderschön. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Okay. Komm her. Und schön, wie der Kopf wieder platzen tut. So lieben wir das. Nur ein geplatzter Schädel ist ein freier Schädel. So, da haben wir gleich mal das Begrüßungskomitee. Hallo. Ja, du mich auch. Herren durch Propheten und so, etc. Gedöns. So. Was haben wir denn hier feines... Oh! Keine Munition mehr. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen.
Oh ja, da war er weg. So, dann würde ich sagen, dann tauschen wir mal die Waffe. Einfach was schön macht. Oh, Schrotflinte. Schrotflinte ist bestimmt auch cool. So. Ja, kann man es mitnehmen? Nee, natürlich nicht. Leere Dosen. Was ist denn das eigentlich? Salvengeschützen. Nehmen wir mal mit. Mal gucken, was es bringt. Da ist alles leer. War das jetzt rein? Da. Was ist das jetzt? Oh, ist das süß. Nö. Wozu will ich doch lieber die Gatling Gun? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich muss wohl auf die andere Seite. Mal schauen, ob wir was finden. Dahin. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Das hatten wir schon mal. Wie lege ich jetzt den Antrieb lahm? So schon mal nicht, oder? Hat jemand eine Ahnung, wie ich den Antrieb lahmlege? Gut. Dann muss ich noch mal schauen, wie das hier richtig funktioniert. Und ein Scharfschützengewehr. Nee, da auch nicht hinschießen. Mein Gott, was soll ich hier nur tun? Vielleicht irgendwas ausschalten? Nimm die Panzerfaust. Wir nehmen die Panzerfaust. Vielleicht muss ich da hin. Motor zerstören. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runter. Ah, das kann doch so einfach sein. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Ist jetzt Zeitdruck oder was? Okay. Und wohin vor lauter Schreck? Hallo? Wohin? Also wenn ich nicht bald eine Absprungmöglichkeit finde, dann habe ich ein Problem. Ich nehme einfach mal diesen Zugabstieg hier. Oh! Ich glaube, das war jemand von uns. Aber naja. Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Oh ja, da ist wieder noch etwas Salz. Und hoffentlich eine bessere Waffe. Was haben wir hier? Medikits. Wieder diese Pluppergewehrwaffe. Ah, meine. Nee, halt. Komm her. Panzerfaust austauschen gegen der hier. Und gut ist. So, dann wollen wir mal. Das Flugzeug ist schön abgestürzt. Oh, jetzt haben wir hier einen Karabiner. Karabiner sind wir cool. So, und was uns jetzt hier oben nach dieser Statue wartet, das im nächsten Part bei Bioshock Infinity. Ciao, bye bye, euer kleiner Kumpel.